Hey Leute, willkommen zurück zu Max Plays The Legend of Zelda: A Link to the Past. In der letzten Folge hatten wir so die letzten Aufräumaktionen sozusagen auf der Oberweltkarte erledigt, bis auf ein Herzteil, das aber, soweit ich das jetzt was gefunden habe, halt im Schindkrötenfelsen ist, also im letzten Dungeon. Genau, wir müssten jetzt hier gucken, dass wir das Dungeon überhaupt noch aufkriegen. Das war schon mal falsch. Links nicht anfangen. Probieren wir es gleich nochmal. Vielleicht rechts unten. Okay. Dann links. Okay. Also, ne, ist abzählbar viele Möglichkeiten bei drei Teilen. Kannst du irgendwo mal anders hingehen? Danke, ja. Rechts unten. Oben. Und links. Ta-da-da-ta. Dann sind wir jetzt hier oben auf dem Felsen und können das Amulett einsetzen. Wie Sie sehen, ist das Erde-Medaillon. Haben wir sogar genügend Mana dafür, hätte ich nicht gedacht. Sweet. Also auf jeden Fall haben wir mehr als genügend Geld, falls wir jetzt irgendwie noch ein paar Tränke kaufen müssen sollten. Und so weiter und so fort. Gut, mal gucken, was hier gesagt wird. Link, verfügst du über das Zauberelixier? Falls nicht, solltest du nicht weitergehen. Zauberelixier. Für Mana oder was? Naja. Ich weiß, was ich sagen will. Wir verbrauchen nur die Hälfte von Mana, daher geht das. So. Bisschen so wie hier. Achso, wenn ich jetzt nach links gehe, geht's nach links. Nach rechts gehe, geht's nach rechts, okay? Verstanden. Muss immer in die Richtung gucken. Okay, hier gibt's Spikes und Jazz. Okay, Kompass. Nicht schlecht. Toll. Ach so. Blöd, dann gehe ich nur am Anfang zurück. Da gibt es anscheinend, da wird das immer resettet, der Dungeon, also auch die Drops anscheinend. Nicht schlecht. Könnten wir immer in einen Mana-Trank quasi ranholen. Falls nötig. Okay, okay, okay. Auf jeden Fall starb das Maria hier, um hier voranzukommen. Stehen. Brennend meine ich jetzt. Oh, weil ich daneben geschossen habe. Hm.
trotzdem diesen ganzen Weg hier abwarten. Kann man es irgendwie nach oben jetzt? Nee. Und du so? Ah, hier kann man wenigstens abkürzen. Ich hoffe, das bleibt jetzt auch offen. Nö. Nee. Ich muss dann auf dem Weg zurück quasi. Nee, das ging ja auch nicht. Auf jeden Fall brauche ich wieder Mana wahrscheinlich. Und warum? Ein bisschen ätzend. Ich könnte jetzt, wenn ich hier hochgehe, jetzt muss man hoffen, dass es so lange genug anbleibt. Sonst müsste ich es jetzt deaktivieren. Und keine Ahnung. Och, komm! Ich müsste. Die beiden so aktivieren. Beziehungsweise dann auf dem Weg zurück. Genau, und jetzt schnell da durch. Okay. Ich weiß, warum wir das Zauberelixier brauchen sollten. Danke. Karte ist nett, ja. Kann ich gebrauchen. Ein Schlüssel kann ich auch gebrauchen. Jetzt gehen wir mal zurück und holen uns das volle Mana-Flächen wieder vom Anfang. Zack. Bomben gibt es ja auch immer. Kann man auch gebrauchen. So. Ja, so kann man unser Mana immer wieder auffüllen. Das ist erstmal gar nicht so schlecht. Ah, okay. Gucken, was dann in der Mitte auch noch ist. Nice. Spannend. Solche Räume sind wirklich, also die kommen auch immer mal in den 2D Zeldas wieder und man denkt sich, warum? Wer denkt, dass das irgendwie cool wäre? Da zu stehen und die Dinger zu warten, bis sie alle weg sind. Danke. Okay. Wie? Kann doch nicht. Boah, wir haben da jetzt eine Karte. Das ist ein optionaler Raum. Menno. Unglaublich. Naja, was kann ich erzählen? Während wir hier noch so rumfahren. Bei mir ist der Computer abgestürzt während ich das Video hier vorher gerendert habe. Das war ein bisschen ätzend. War schon fast fertig mit Rendern. Stürzt der Computer ab, schöner Bluescreen. Vor allem, weil der Computer da auch eine Stunde oder sowas beschäftigt ist. Das ist dann richtig gut, das umsonst zu beschäftigt zu haben. Okay, was ist das denn für irgendwie? Ja, aber muss halt jetzt normal rendern. Hauptsache die. Was ist denn mit euch verkehrt? Kriege ich euch überhaupt kaputt? Und die Frage ist, was bringt es mir jetzt? Ich frage noch irgendwas. Hä? Ich bin verwirrt. Ich brauche noch einen Schlüssel.
Oben gibt es jetzt nichts mehr. Es gibt nur diesen Raum. Hauptsache Kettenhunde gab es hier schon. Ich dachte, das war nur bei Link's Awakening so, dass die als Easter Egg sozusagen drin waren. Vor allem machen die Schaden wie Sau. Unglaublich. Ach du meine Güte. Okay, aber da könnten wir doch jetzt mindestens wissen mit der Antifee. Komm mal her. Hey. Noch eine. Nice. Hier gibt es auf jeden Fall jede Menge Röhren-Action. Au. Noch eine Fee. Ich wollte es auch wissen. Bestimmt noch. Mana, Herzen. Ja, trotzdem mal gucken, wer gibt es hinten noch? Okay, Pfeile. So, dich mal noch umnieten hier. Und dann können wir noch gucken, dass wir hier in die ersten Röhren reinkommen. Erste Röhre ist ja hier unten. Ah, das mit den Antifeen, dass man die auch quasi positiv nutzen kann, das ist was, das hilft einem wirklich weiter jetzt in diesen schwierigeren Dungeons. So. Naja, 50-50. So, gucken wir, wo wir hier rauskommen. Eine Menge Antifeen. Okay. Bleibt mal schön draußen. Ich bräuchte einen Schlüssel, den ich nicht habe. Augen schon wieder sehr. Was ist denn los? Gut, damit bin ich jetzt durchgekommen. Es gab aber vorher noch einen anderen Weg, ne? Den haben wir uns gemerkt. Okay, das ist schon mal der große Schlüssel, nicht schlecht. Da kommen wir dann wieder hier hin, okay? Jetzt können wir hier durchgehen. Und kommen hier raus. Und hier gibt es einen feuchten Händedruck. Immerhin. Also, apropos. Nice. So, und da gab es dann zwei Wege, ne? Der eine hat uns jetzt in diese, sozusagen, in diese Sackgasse geführt und der andere müsste uns ja dann weiterführen. Hier der. Genau, hier waren wir noch nicht. Okay. Zwei Wege. Was sagt die Karte? Die Karte sagt, ist mir egal. Gut. Okay, hier bräuchte man den großen Schlüssel, den haben wir ja. Okay. Dann kommen wir dann wahrscheinlich oben weiter. Aber ich möchte erstmal nach unten, weil der findige Beobachter, wenn wir da was gesehen haben. Weitergeht oder auch nicht, genau hier. Aber das, da konnten wir ja schon hingehen. Das ist also nicht da, wo wir hinwollen, sondern hier. Noch ein Stück weiter nach rechts.
Das ist eine Höhle, die wir sonst nicht erreicht haben. Und was könnte uns da drinnen blöd erwarten? Jede Menge fiese Gegner. Ja, wie viele Bomben brauchen sie? Hä? Muss ich irgendwie reinlocken in so einer... Ja! Cool. Dann mit mal hier durch. Ta-ta-ta-ta, was könnte hier drin sein? Das letzte Herzteil. Nice. Alle Herzteile jetzt. Es gab jetzt immer noch so eine kleine Höhle da, wo es noch irgendwas gab, was ich nicht gefunden habe, aber wisst ihr was? Das, was im Inventar ist, zählt für 100%. Nicht mehr, nicht weniger. So. Ja. Wir haben so spontan richtig entschieden, hier lang zu gehen. Und haben jetzt das Spiegelschild. Wunderbar, mit Spiegel lassen sich Strahlen ab, während die gegen ein altes Schild machtlos war. Hihi. Jetzt kann man nämlich auch hier Laser abwehren. Upsa. Und jetzt kann man nämlich hier auch weitergehen. Sonst habe ich doch immer mit einem hier kaputt gehauen. Aber wir sehen ganz klar, was hier zu tun ist. Ist egal. Gehen wir erstmal nach oben. Okay. Rauszukommen. Ja, sehr gut. Bombe. Oh nee. Scheiße. Scheiße. Nee. Ah, das hatte ich ja noch nie. Aber okay, cool. Wir kommen da rein, wo wir das letzte Mal reingekommen sind. Immerhin. Nicht so ein Riesenverlust. Hätte schlimmer sein können. Jetzt haben wir zumindest den Schlüssel und können auch nochmal in die andere Richtung gucken. Wahrscheinlich geht es nämlich da einfach eine Etage tiefer. Wenn ich mal vermuten darf. Pfeile, okay. Blobs. Nennen wir sie Blobs. Aha. Bis jetzt kann man das verschieben. Und jetzt könnten wir wahrscheinlich hier an so einer Zunge ziehen. Okay. Ja, von mir aus. Holy shit. Voll, wir sind voll. Ich nehme trotzdem alles mit. Was soll's? Ja. Ein bisschen wie bei Pac-Man hier. Ja, nice. Kleiner Bonusraum. Interessant.
haben wir auf jeden Fall voll Rubin. Das heißt, wir könnten dann, bevor wir hier irgendwie drauf gehen oder bevor wir dann zum letzten Dungeon gehen, ordentlich Tränke kaufen. So, und jetzt gehen wir hier nämlich einfach durch. Und zack, können wir eine Etage tiefer gehen. KG2. Oh, es ist ja düster auch noch. Jetzt mal die Ecken abgehen. Hier, hier. Das haben wir jetzt nicht gebraucht. Jetzt hier nochmal. Energie, Leben. Leben finde ich gut. Hier gibt es nochmal irgendwas. Eine Bombe, okay. Nur mit. Muss noch was in der Mitte, habe ich es richtig gesehen. Okay. Gucken wir erstmal noch in die andere Ecke. Vielleicht. Hoch. Links. Hoch. Rechts. Runter. Nee. Jetzt runter. Jetzt links. Jetzt runter. Nee, wie komme ich denn da hin? Abgesehen von meinem Leben. Das ist vielleicht dieser Gang. Dieser ist es. Also hier hoch, rechts. Dieser. Genau. Wenn es jetzt keinen Schlüssel gibt. Okay. Meine Frage, wo war die Tür? Wahrscheinlich irgendwo unten links, wo wir noch nicht waren. Oder unten links waren wir schon? Fragezeichen. Jetzt haben wir noch nicht gelöst. Wir müssen. Mist. Kein Schaden nehmen. Puh. Jetzt links. Nee, ah. Ich bin für Louis Stephanie. Ja, nein, doch. Ah. Jetzt. Okay, das ist gut aus. Huff. Gab es jetzt noch einen anderen Ausgang da irgendwie? Nee, okay. Das war schlau. Hier links geht es erstmal noch nicht weiter, wegen fehlenden Schlüssel. Wahrscheinlich. Frage ist, wie kommen wir jetzt zurück, ohne in den Rücken geschossen zu werden? Gar nicht. Natürlich ätzend. Danke. Danke, danke. Ist nett, dass ihr mich unbedingt in den Rücken schießt. Mann, Mann, Mann. Fair. Wenn ich diesen Gegner da schon wieder sehe, kriege ich nur diese Krebs hier. Genau deswegen. Ist der Schlüssel? Gut, und was gibt's auf der anderen Seite? Ah, was zum Explodieren. Interessant. Rausgehen und jetzt könnten wir in die Lichtwelt uns noch mal heilen quasi, ne? Können wir das? Ja, von hier könnte man auch dann auch hinkommen mit Dingsbums. Ja, in die Hölle kommen wir auf jeden Fall. Dann machen wir das. Holen uns noch mal das blaue Elixier, würde ich sagen. Na, hier kriegen wir auch noch mal einen Umsonstschluck vom Roten, das ist auch nicht schlecht.
schön. Genau, jetzt haben wir die Biene, ein blaues Elixier und zwei Feen. Das sieht erstmal ganz gut aus. Womit ich jetzt nicht gerechnet habe, was vielleicht uns ein bisschen jetzt ärgern könnte. Mal gucken. Wir kamen ja da oben nur mit Dimensionswechsel hoch erstmal. Mal gucken, ob ich da irgendwie einen Ausweg finde jetzt. Sonst müssen wir uns halt nochmal durchs Dungeon durchprügeln. Was ein bisschen schade wäre. Ich dachte, ich krieg's so hin. Da oben, wie gesagt, kann man dann nur mit Dimensionswechsel hin und her. Hier konnte man noch rübergehen. War erstmal klar. Ach, und von hier kann man doch auch. Vielleicht haben wir doch Glück. Von hier kamen wir doch zu dem Ding da oben. Oder nicht? Oder von dem unteren zumindest. Von hier jetzt nicht, okay. Herz wäre ja nett. Bombe nehme ich auch mit. Naja. Das hat doch irgendwie alles einen Sinn. Was soll man da oben? Das bringt ja überhaupt nichts. Oder von oben runter springen, dieser Quatsch. Eieiei, da wollte das aber wissen. Hier, komm. Und du jetzt aber ein Herz. Die sind echt nett. Nette Gegner. So, und jetzt konnte man doch, wenn man hier rechts runtergehüpft ist. Genau, nochmal benutzen. Eine Fee mitnehmen, kann man machen. Ein bisschen Geld mitnehmen. Und hier runter. Nicht da runterfallen. Und jetzt kommen wir hier raus und können uns zurück in die Schattenwelt begeben. Um hier wieder ins Dungeon reinzugehen. Hehe. Jetzt sind wir voll geheilt, haben das blaue Elixier noch gekauft und. Wie gesagt, sind noch voll geheilt. Nice. Das war doch eine nette Zwischendings. Ich brauche zwar keine Fee, aber ich habe kein Interesse daran, dass du mir hier das Leben schwer machst. Nerv. Noch so eine Anti-Fee. Frage ein bisschen. Wo müssen wir hin? Reicht es, wenn wir einfach nach oben gehen? Oder. Brauchen wir noch einen Schlüssel? Oder einen dieser Schädel oder so? Können wir ja mal nur gucken. Ja, das war's. Haben wir das Dungeon auch erledigt. Müssen wir noch gucken, was der Endboss so zu bieten hat. Ah, guten Tag. Die Schädel einzeln. Okay, interessant, dass er so eine Eisphysik erzeugt. Das werden wir hier auch brauchen.
sollte das nutzen, um ihn zu stunnen, sozusagen. Boah, lag. Guck dir das an. Riesenexplosion. Und jetzt haben wir hier eine Schlange, oder was? Also immer nur bestimmte Sachen sind. Boah, und der ist Eiszeug bleibt sogar. Und wir haben es so geschafft jetzt? Ohne Elixier, ohne alles? Ja, krass. Dank unseres Mega-Schwerts wahrscheinlich. Krass. Kaching, maximale Lebensanzeige. Olé. Und ist jetzt Zelda die siebte Weise? Oder sagt uns jetzt die siebte Weise, Zelda ist bei Ganon zu Hause? Na, da ist sie. Cool. Ich bin dir so dankbar, dass du den langen Weg gekommen bist, mich zu befreien. Du bist der Held der Legende, auf den wir gewartet haben. Das wusste ich gleich. Ganon befindet sich in seinem Turm auf dem Berg, geschützt durch eine magische Regel. Er ist bereit, schon bald durch das Tor zu schreiten, das die Welten verbindet. Hat Ganon Hyrule erst einmal betreten, kann ihn wohl niemand mehr aufhalten. Du hast aber eine Chance, ihn aufzuspüren, solange er in der Schattenwelt ist. Nimm die Kristalle und mache dich auf zu Ganons Turm. Vertraue uns. Wir sieben werden unsere Kraft vereinen, um dir Zutritt zum Turm zu verschaffen. Gemeinsam mit dir werden wir diese Lande den Frieden wiederbringen. Nur Mut. Ich habe alles sowas von verstanden. Möge der Weg des Helden zum Triforce führen. Nice. Voll ausgerüstet. Können wir jetzt rübergehen. Das ist ja nur ein kurzer Weg von hier. Von hier hinten zu Ganon nach Hause sozusagen. Und das letzte Dungeon heben wir uns dann halt für die letzte Folge auf sozusagen. Ja, mit euch möchte ich eigentlich gar nichts zu tun haben. Und ich mag ganz ehrlich. So. Link, wir werden den Riegel an Ganons Turm mit vereinten Kräften aufbrechen. Na dann aber. Feuer frei. Nice. So. Und hier, in diesem epischen Bild, hören wir heute auf. Also wenn wir uns das Inventar angucken, das ist voll. Wir haben alle Flaschen, wir haben in alle Flaschen auch was drin. Zwei Feen, ein blaues Elixier. Das sieht gut aus. Alle Items, alle Upgrades, maximale Herzenanzahl. Ich bin zufrieden. Cool. Das heißt, das nächste Mal großes Finale Ganon noch ins Gesicht hauen und dann haben wir es geschafft. Ne? Also gibt es wahrscheinlich noch ein ganzes Dungeon vorher und mal gucken, ob wir das alles so direkt schaffen oder ob wir noch zwischendurch ein paar Tränke holen müssen. Aber uns hält jetzt nichts mehr auf. Wir sind maximal aufgerüstet und so weiter und so fort. Gut, Freunde. Ich bin super hyped. An der Stelle wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.